Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brotato hier auf diesem Channel. I am a little bit heiser because yesterday I had to cry, scream a lot as a president from the Eintracht. In other news, also meine Stimme wurde gestern zerstört. Ich hoffe, es ist okay für euch. Also für mich ist okay. Kann den einen oder anderen Voice Crack heute geben. Aber was machen wir heute? Wir spielen heute in Endlos-Modus. Ihr seht, ich habe ein bisschen gezockt, habe jetzt endlich mal ein paar Charaktere auf, mit Stufe 5 jetzt auch mal mir die Zeit genommen und zu Ende gespielt. Aber noch nicht den Bauern. Und der Bauer, meine Damen und Herren, ist aktuell seit dem letzten Patch durch die hinzugekommenen Gartenscheren absolut busted und nicht der beste Charakter für den Endlos-Modus, aber der most consistent Charakter. Denn der beste Charakter für den Endlos-Modus ist tatsächlich einer, der viel auf Crit geht und auf die Diebesdolche und auch genug Schaden macht. Man kann da beispielsweise den Schreihals nehmen. Aber dazu später mehr. Erstmal, was macht der Bauer und was ist unser Plan? Der Bauer geht sehr viel auf Ernte. Er startet generell mit plus 20 Ernte. Ganz kurz für alle die, die nicht selber Brotato spielen. Was ist Ernte und wie funktioniert das? Ernte ist ein Stat, den hat man. Wie gesagt, der Bauer startet mit 20. Und so hoch wie das Stat ist, bekommt man zum Ende einer Runde diese Zahl in Coins aufs Konto. Das heißt, man bekommt Kohle am Ende einer Runde in der Höhe des Erntewerts, den man hat. Außerdem erhöht sich der Erntewert pro Runde, ich glaube, um 5% von seines eigenen Wertes, you know. Das heißt, umso höher der Erntewert ist, umso mehr Erntewert wird hinzuaddiert, jede Runde, prozentual. Beim Bauer ist das um 3% nochmal erhöht, das heißt, wir sollten bei 8% sein. So, das erstmal zur Ernte grundlegend. Hinzu kommt beim Bauern, wir bekommen ein Ernte flat immer dann hinzu, wenn wir einen Verbrauchsgegenstand aufsammeln und wir Full Life sind. Und deswegen sind Gartenscheren noch so busted. Außerdem sammelt er minus 50% der Materialien werden fallen gelassen. Das heißt, Gegner sind relativ egal. Klar, wir killen die, um sie aufzuräumen, um nicht zu sterben. Aber wir gehen darauf, dass wir viele Gartenscheren haben, die ein Garten spawnen, der alle 15 Sekunden eine Frucht spawnt, und die wollen wir full life aufsammeln, bevor die Runde vorbei ist. Ja, wir lassen die Früchte nicht liegen, weil die ja am Ende automatisch aufgesammelt, sondern wir wollen sie aufsammeln, bevor die Runde vorbei ist, weil die Reihenfolge ist so: Runde ist vorbei, Erntewert wird prozentual erhöht, dann fliegen alle Verbrauchsgegenstände zum Charakter und werden collected. Also erst dann würden wir die ganzen plus 1 Erntestacks bekommen. Wir wollen die aber bekommen in der Runde, bevor am Ende die Ernte prozentual erhöht wird, um da mehr rauszubekommen. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Das ist der Plan. Aber warum machen wir das alles? So, endlos, Stufe 5. Warum machen wir das alles? Also grundsätzlich ist der Plan, wir möchten so viel Ernte wie möglich stacken, um so viel Kohle wie möglich zu beziehen. Ja, da habe ich jetzt Damage gefressen. So, habt ihr gesehen? Es wurde erst die Ernte prozentual erhöht, dann flog der Verbrauchsgegenstand zu mir. Wir haben jetzt 24 Ernte. Also wir wollen letztendlich für den Endlos-Modus so viel Kohle wie möglich generieren, vor Welle 20 bzw. vor Welle 30 eigentlich, um die richtigen Core-Items, die man für den Endlos-Modus braucht, so oft wie möglich zu haben. Das ist letztendlich der Plan für den Endlos-Modus. Und da gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine ist hier mit Ernte mit dem Bauern. Hier ist jetzt nichts dabei. Was? Ja, 5 Glück. Und die andere ist mit dem... Das können wir auch saven. Geil. Und die andere Variante ist, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir einen Charakter spielen, der sehr viel auf Crit geht, mit den Diebesdolchen startet und wir dann mit der Jagdtrophäe, die wir hopefully möglichst früh bekommen, sehr viel Kohle generieren. Und deswegen ist der Bauer auch mehr consistent.
Denn mit der Jagdtrophäe ist es immer ein Gamble. Ob wir die kriegen. Wie früh wir die kriegen. Wie viele Jagdtrophäen wir kriegen. Aber theoretisch ist es krasser, einen Charakter zu spielen, der viel auf Crit geht. Hier, 5 Ernte, geil. Und weil da kann man in Summe mehr Kohle rausbekommen. Als hier mit Ernte. Aber mit Ernte ist es halt, wie gesagt, man muss nicht so drauf gamblen, ob man jetzt Jagdtrophäe bekommt. Es ist weniger den Zufall überlassen, dass das hier funktioniert überhaupt. So, schön die Früchte einsammeln. Wir kriegen immer eine Ernte. Das wollen wir natürlich hinkriegen, bevor am Ende der Runde die Ernte in Prozent erhöht wird. Wir wollen gar keinen Schaden nehmen, weil der Effekt triggert nur, wenn wir full life sind. Das ist super wichtig. Weil ansonsten, ne, das, wir wollen snowballen. Wir wollen richtig heftig snowballen. So, wir sind jetzt schon bei 90 Ernte. Und tatsächlich ist es so, ich nehme mal 6 Leben. Tatsächlich ist es so, dass die ersten Runden die schwersten sind. Wir müssen sehr aufpassen. Ich nehme mal 4 Nahkampfschaden mit. Oder 6 Ausfall. Ne, ich nehme mal 4 Nahkampfschaden mit. So, jetzt geht's los. Wir sammeln hier zum Beispiel Dünger, gibt 8 Ernte. Coupon natürlich zuerst, das war jetzt die falsche Reihenfolge. Ihr macht das richtig. Jawohl, kleiner Frosch ist nice. Gibt auch Ernte. Gartenschere. So, kurz für euch. Wir haben 3x Elite, sehe ich gerade. Welle 11, 15 und 18. Und für den Endlos-Modus ist es tatsächlich auch relativ wichtig, dass wir die Elite-Gegner alle killen. I mean, wir können den ersten vielleicht droppen lassen. Ja, da kommt es drauf an, auch welcher das ist. Aber es wäre schon grundsätzlich gut, wenn wir die abholen, weil es gibt halt ein legendäres, also ein rotes Item. Und gewisse Items können einen Run auch sehr krass snowballen. Zack, schön gedodged, habt ihr gesehen? Kann ja noch was lernen. So, noch einen Baum abgeholt, geil. Zum Beispiel hier dieser Schmiede-Amboss. Das wäre insane. Hier 8 Ernte, geil. So, 10 Glück. Sehr wichtig. Also was wir wollen am Anfang sehr viel Glück und sehr viel Ernte stacken. Das ist eigentlich so der Gameplan. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu schwach werden durch diese Items. Seltsames Essen ist super. Für den Elite. Das ist super schwer, actually, da ein gutes Gleichgewicht zu finden. Aber wenn alle Stricke reißen, killen wir halt den Elite nicht. Das war knapp. Ja, Gartenscheren wollen wir natürlich schön auch in der Seltenheitsstufe leveln. Scheiße, habe ich Damage gefressen. Das war bad. Jetzt haben wir 2 Ernte liegen lassen. Quasi. Oh, eine Truhe, nice. Wir bauen auch Attack Speed, um immer schön die Gegner zu clearen, damit wir alles einsammeln können. Ihr seht, ich habe ein bisschen Probleme, alles einzusammeln. Tempo wäre auch wichtig mal. Oh, den Baum hätte ich schon gern. Geil. Habe ich bekommen, ohne Damage zu bringen? Ja. War okay. Lol. Ja, die nehmen wir mit. Aber, ist jetzt irgendwie, das ist awkward, ne? Okay, wir nehmen 9 Ausweichen. Wir nehmen eine Gartenschere und die Lederweste. Und den Alienwurm wahrscheinlich nicht. Tempo, I guess. Bisschen Tempo ist gut. Nochmal Propellermütze, geil. Rerollen noch einmal. Ja, und nochmal Dünger. Eine Minigun, hä, was geht hier ab? What the fuck? Okay. So. Ja, Welle 6. Ja, müssen gucken. Wir müssen gucken. Jetzt langsam kriegen wir auch richtig Kohle. Lol, der hat mich gedamaged. Das war bitter. Jetzt langsam kriegen wir auch richtig Kohle. Aber ihr seht, unser Damage, der slackt. Ja. Wir one-tappen teilweise diese Charger hier zum Beispiel gar nicht. Richtig doof für uns. Aber schön weiter Ernte hochstecken. Und dann können wir hopefully richtig heftig Items gathern. Oh, shit. Oh Gott, wieder kassiert.
Ja, wir brauchen ein bisschen Nahkampfschaden oder ein bisschen prozentualer Schaden. Das wäre klasse. Ich höre mich so ein bisschen tiefer auch an, ne? Ich habe so ein bisschen mehr Bass in der Stimme. Ist vielleicht auch sexy. 6 Nahkampfschaden, geil. Angriffstempo. Ein Garten, perfekt. Geil. Niedlicher Affe auch sehr gut. Kopfverletzung kann gut sein. Holzkohle macht Minusernte. Nehmen wir nicht. Zyklopenboom nehmen wir. Wahnsinnig. Ein bisschen Crit weg. I mean, wir haben die Jagd. Aber ist eigentlich zu. Also eigentlich, Leute. Ich würde jetzt nicht krass auf Crit gehen. Weil den Gameplan haben wir einfach nicht. Wir nehmen nochmal liebes Alien mit, oder? Nee. Wir rerollen noch einmal. Oh, Schubkarre. Defekte Steroide. Junge, alles gut. Alles sehr gut. Hammer. Okay, pass auf. Wir holen die Gartenschere. Saven defekte Steroide. Und die Augenbinde wahrscheinlich auch. Ja. Wir müssen also, so, jetzt Welle 7 ist wichtig, dass wir Eier clearen. Da unten war ein Ei. Habe ich gesehen. So, scheiß auf alles erstmal. Hauptsache keine Eier. Ah, da oben ist schon geschlüpft. Lecko. War aber auch unlucky, dass auf der anderen Seite der Map war, ey. Ja, der ist eklig. Der wird nämlich jetzt dafür sorgen, dass wir die ganze Zeit Damage fressen und nicht Ernte. Ah, da schlüpft der nächste. Ja, das ist eklig. Aber dann haben wir halt mal so eine Runde. Da ist noch einer. Ich kack mich voll, ne? So, das jetzt aber nicht. So. Ihr seht's. Ist eklig. Ist eklig, ist eklig. Oh, da kamen noch 2 Ernte rein. Ja, muss sogar aufpassen, dass ich hier nicht sterbe wäre. Aber wir kriegen jetzt immer 280 Ernte. Ich bin leider drüber, aber ihr seht es ja immer am Ende einer Runde. So 6 Nahkampfschaden nochmal. Okay. Schubkarre wäre ein bisschen greedy. Weil ich brauche schon für den ersten Elite eigentlich ja, Rüstung. 16 Jahre, das ist gut, das ist gut. Ja, komm, let's go. So, ab jetzt green war nicht mehr. Tempo ist gut. Tempo ist gut, nehmen wir mit. Dubioser Trank auf jeden Fall. Und die beiden Sachen sind natürlich Premium. Hätte ich Dubioser Trank erst später nehmen sollen. Naja. So, Welle 8 ist die Welle mit den Chargern. Auch eklig für uns. Weil wenn die stacken... ne? Aber solange die noch nicht da sind, kann ich hier schön die Ernte reinknallen. Geil. Ja, wir müssen halt... Also wir kämpfen eigentlich die Viecher, damit wir nicht sterben, damit es nicht zu viele werden. Aber ihr merkt, ne, die droppen so selten was. Also es ist echt zu vernachlässigen. Ja, der hat mich jetzt erwischt. Und wir haben echt wenig Leben. Ausgewichen, wichtig. Also wir müssen sogar hier aufpassen, dass wir nicht sterben. Das ist so ein bisschen das Ding. Vielleicht dodge ich einfach. Na, nee, ist schon. Es geht schon, es geht schon. Ah, den Baum kriege ich leider nicht. Naja. So. 345 Ernte. Was machen wir jetzt? Tempo, Nahkampfschaden. I guess Nahkampfschaden. Angriffstempo. Weil wir wollen den Elite killen. Aber wir müssen aufpassen, dass der uns nicht one-shottet. So, kleiner Frosch nehme ich jetzt nicht mehr mit. Weil das Ausweichen, was wir haben, ist schon ganz nice. Noch eine Gartenschere ist cool. Medaille an sich sehr cool. Zerstört aber unseren Crit, ne? Aber, ey, scheiß drauf. So, was haben wir noch? Holzfällerhemd ist unique, dann ist es weg. Und den Rest würde ich, also 20 ist mir zu teuer. So, let's go. Runde 9. Das ist für uns eine gute Runde, weil da kommt einfach nur Mist, Kleinvieh, das kriegen wir ge-one-tapped. Attack Speed haben wir. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen kassiert. Ja, also Rüstung wäre jetzt nice, Ausweichen wäre nice. Attack Speed wäre nice. Hm.
Problem ist natürlich auch, wenn wir Full Life sind, fliegen die Dinge nicht zu einem, die Verbrauchsgegenstände. Das heißt, wir haben schwerer, gerade bei dieser Masse hier, die aufzusammeln. Okay, aber ab und zu gelingt es mir. Ja, also wir, ne, ist natürlich auch ein bisschen Tryhard hier jetzt heute dabei. Zack. Zack. Durch das Attack Speed klären wir die auch, selbst wenn wir in die Reihen laufen, ne? Das ist ganz geil. So, jetzt gehe ich mal Ham, um die alle zu klären. Gibt auch natürlich Geld. So. Junge, 419 Ernte. Eine frühe Krone wäre natürlich auch nice. So, 9 Ausweichen ist geil. 3 Rüstung ist geil. Ja, dann sind wir bei 6. Das ist sehr gut. So, jetzt noch eine Gartenschere. Tasche. I mean, wir haben halt keine Bäume. Aber wir haben recht viel Glück und wollen noch mehr Glück. Ich glaube, ich nehme sie mit. So, jetzt, ne, ihr merkt, wir haben jetzt langsam sehr viel Geld. Ah, friedliche Biene hätte ich im Early Game gebraucht. Okay, Flügel. Friedliche Biene nehme ich jetzt nicht mehr mit, weil ich brauche Damage. Ja, wir nähern uns Welle 11, wo der erste Elite kommt. Jeton nehme ich mit. Alienwurm nicht. Niedlicher Affe nehme ich mit. Cyberball. Ich meine, wir wollen richtig heftig auf Glück gehen, aber ich glaube, es ist rausgeschmissenes Geld. Weizen nehmen wir. Das ist natürlich für uns ein Traum-Item. So, nächste Runde kommt Elite. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir in Fahrt kommen. So, was kommt Welle 10? Ich glaube, es ist ein Mix. Ne? Ja. Oh, oh, da komme ich nicht lang. Hier oben. Keine Rangies, das ist ganz geil. Charger, kleine Charger. Ja, ihr merkt, ne? Ich bin echt sehr am Tryhard, dass ich nicht kassiere. Ich will wirklich Full Life sein und ab und zu die Sachen einsammeln. Es gelingt mir nicht immer. Und manchmal committe ich da nur einfach reinzugehen. Wenn ich merke, okay, jetzt habe ich Schaden bekommen, dann gehe ich auch einmal richtig rein. Ich glaube, gegen, also kurz vor Ende will ich vielleicht auch die alle klären, weil es gibt ja auch Geld, ne? So, jetzt. Vielleicht noch einmal. Oh, bin ich fast gestorben. Na gut. So. 484 Ernte. 40 Ernte. Den müssen wir mitnehmen. So. I guess 2 Rüstungen. Ja. Okay, Weizen, Augenbinde. I mean, wir haben jetzt 35 Ausweichen. Das ist gut. Schubkarre nehmen wir nicht mehr mit. Injektion. Geht nochmal der Schaden hoch. Um 7%. Aber wir haben nicht so viel Max Life. Ist mir ein bisschen zu... Ja, wir haben... Head of Blood. Ohne Mods. Ja, nein. Boah, Alter. Nee. Können wir... Also... Junge, würde man auf Lebensabzug gehen, wären die beiden Items jetzt so busted. Tue ich aber nicht. Deswegen nehme ich Ritual mit, oder? 6 Schaden. 6. Also das Geile auch beim Bauern ist, man kann halt wirklich mal LP-Regeneration und Lebensabzug völlig beiseite lassen. Aber Ritual macht 6% Schaden. Aber ich glaube nicht. Kleiner Muskelprotz. Banner. Attack Speed und Range. Gefährlicher Hase und Jeton. Ich nehme Jeton mit. Haben wir 43%. Okay. Ey, es kommt jetzt drauf an, welcher das ist. Ich will den jetzt nicht... Weil wir sind, ne? Im Early Game ist der Bauer am schwächsten. Weil wir ja kaum Items kaufen. Oder eher weniger, die uns wirklich stärker machen. Ja, wir kaufen viel so Items, die auf Ernte gehen, die auf Glück gehen. Dadurch werden wir jetzt nicht besser. Aber ab jetzt, ihr seht, wir bekommen jetzt jede Runde 534 und das steigt. Ab jetzt beginnt quasi der Bauer richtig zu eskalieren, weil wir jetzt viel mehr Geld haben als andere Charaktere. Aber bisher ist er schwächer. Ich will den Elite jetzt nicht forcieren, aber
Vielleicht. Wo ist er? Okay. Das wird schwer. Vor allem hat er hier die guten Jungs an seiner Seite. Ich mache noch nicht genug Schaden, so wirkt es. Nee, ich glaube, den muss ich skippen, ja. Den muss ich leider skippen. Hilft nichts. Ich will jetzt nicht sterben. Ich gucke einfach, dass ich jetzt weiter... Komm, wir haben sehr viel Ausweichen. Das ist sehr cool, weil dadurch können wir jetzt auch, wenn wir... Oh, der hat einen Pool. Den will ich. Den will ich. Komm mal her, Schatzi. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da. Ja, ich habe ihn. Okay. So, Bäume. Ja, dass wir auch keine Bäume finden, ist ein bisschen ärgerlich. Also, das Item. Bäume. So. Leider nein. So, das nehmen wir mit for free. Aber ja, gut, müssen wir mit leben. Wäre halt Schmackofatz gewesen. Was machen wir jetzt? I guess Angriffstempo. Ja. Weil, ich meine, ich habe vorhin über Core-Items gesprochen, die wir im Late haben werden. Wir werden tatsächlich von den Gartenschirren wegswitchen. Und wir werden gar nicht mehr auf Nahkampfschaden gehen, tatsächlich sogar. Das heißt, Nahkampfschaden erhöhe ich jetzt nicht mehr, I guess. Das ist schon echt verlockend. Ich muss auch an die anderen Elite denken. Das sollte jetzt nicht so sehr greeden. So, noch eine Gartenschere. Tentakel nehme ich mit. Wenn wir jetzt langsam auf Crit gehen, wäre schon nice. Silberkugel, geil. Nehmen wir. Ganz klar. Und das reicht. So. Jetzt mal wieder eine klassische Runde. Ja. Schön Ernte stacken, ihr wisst, wie es läuft. Geil. So langsam richtig schön mit Attack Speed. Geil, mit Ruhe. So, ausgewichen. Ja, jetzt vielleicht mal langsam darauf eingehen, was sind denn die Core-Items für Endgame? Bislang, kann ich euch sagen, haben wir noch keins gesehen. Was ein bisschen unlucky ist, weil da hätte schon noch was kommen können. Es ist so, wir werden sehr viel mit Attributen spielen, die endlos scalen können. Weil nur so kann man ja den Endlos-Modus möglichst lange durchhalten, weil auch da die Gegner endlos stärker werden. Das ist so ein bisschen das Ding. Und es gibt ein paar Items, die so ein Endlos-Scaling ermöglichen. Und da geht es viel um Leben. Ja, es gibt zum Beispiel Polster. Polster ist das wichtigste Item für unseren Endlos-Modus-Run. Denn je nachdem, wie viel Materialien wir auf der Uhr haben, umso mehr maximales Leben werden wir haben. Und wenn wir dann zum Beispiel Monsterauge haben oder einen Kartoffelwerfer, das ist so die Kombo. So, das nehmen wir mit. Legierung. I guess. Eigentlich will ich ausweichen, schön hoch haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also Limonade auf jeden Fall. Ich überlege, ob Beherrschung, weil ich will schon den Elite killen, unbedingt. Ne? Alien-Auge, geil. Damit haben wir jetzt schon zwei unserer Late-Game-Optionen. Cool. Rerollen wir nochmal. Wir wollen nicht, dass unser Glück runtergeht. Normalerweise würde ich hier sofort zuschlagen, aber wir haben sogar sehr wenig Glück. Aktuell. Junge, eine rote Minigun. Was? Oh mein Gott. Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagen könnte, das kann richtig heftig was werden. Ich überlege sogar, ob ich Säure... Ich glaube, ich chill erstmal. Also, Amboss macht, am Ende einer Runde wird einer unserer Waffen aufgewertet. Wenn das nicht mehr geht, bekommen wir immer plus zwei Rüstung. Insanes Item. Das hier, da fliegen die Alien-Augen. Alien-Augen machen umso mehr Schaden, umso mehr Leben man hat. Polster gibt einem umso mehr Leben.
umso mehr Coins man hat. Und Coins kriegen wir ohne Ende. Und auch da ist natürlich für das Late-Late-Game der Charakter, der auf Crit geht und nicht minus 50% Coins gedroppt bekommt, besser als der Bauer. Weil Ernte wird ab Welle 20 prozentual verringert und nicht mehr erhöht. Oh shit. Ein bisschen passiert leider. Ja, die Tentakeln sind Schmutz. Aber wir haben ganz gut Tempo und können wir die einigermaßen umgehen. Hab ich den gedodged? Ja, nice. So, ich drehe hier schön meine Runden, damit ich auch immer alle Bäume abhole, damit die Gegner nicht hinterherkommen. Und ich hier richtig geschmeidig, das war scheiße. Naja, alles einsammeln kann. So, 780 Ernte. Lecker. Okay, wir gehen auf 3 Rüstungen. Wir gehen auf 12 Schaden. Metallplatte, Filzhut, geil. Zyklopenwurm, Riposte. Ich denke, nein. Ich denke, wir gehen auf seltsames Essen. Ziele durchdringen. Ah, wir brauchen Bounce und nicht Bandana. Später. Ein Hase, klar. Alienauge, Gartenschere. Nice. Niedlicher Affe nehmen wir mit für Healing. Und Mütze nehmen wir auch mit für Tempo. Und nächste Runde. So, die erste rote Gartenschere ist übrigens da, durch Amboss. Alienauge knallt auch langsam. Geil. Ja, jetzt brauchen wir halt nur auch ein bisschen maximales Leben mal, ne? Shit. Aber was cool ist, Alienauge, der Damage davon wird natürlich auch erhöht durch unseren prozentualen Schaden, den wir haben. Ja. So, hier, das ist jetzt übrigens eine Runde, wo ich potenziell ein paar Früchte liegen lasse, weil hier müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir nicht sterben. Wobei wir recht viel ausreichend haben, aber es ist schon relativ eklig mit diesen ganzen kleinen Rangies. Die können richtig gut Damage machen. Da ist eine Truhe, habe ich. Ihr seht's. Ihr seht's. Ich muss aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. Da muss ich gerade richtig dodgen. Das war gerade Bullet Hell. Ja. Das ist echt eine eklige Runde. Geil, Propellermütze. Schubkarre nehmen wir nicht mehr. Mal schön zerlegen. 15 Glück nehmen wir mit. Haben wir jetzt 85. Noch eine rote Schere. Mashallah. Das ist sehr gut, weil jetzt ja auch der Elite kommt. Noch eine blaue Gartenschere. Tentakel nochmal. I mean, wir haben wenig Crit, aber Weizen nehmen wir mit. Noch eine Gartenschere. Geil. Adrenalin ist cool. Noch mehr Gartenscheren. Ja, Abfahrt. Ich meine, umso eher wir alle Gartenscheren auf Rot haben, umso eher kriegen wir natürlich Rüstung durch den Amboss. Okay. Müssen jetzt gucken, welcher das ist. Ja. Okay, sollte passen. Sollte passen. Jetzt spawnt er immer seine scheiß Kreise hier. Und den sollten wir haben. Geil. Okay. Cool. Das lief gut. Ne, ihr merkt, wir sind jetzt ganz schön stark mittlerweile. Oh, da ist ein Ei. Haben wir es weggemacht? Ja, wir haben jetzt natürlich jetzt langsam ist aber so auch der Moment gekommen, wo wir gar nicht so unbedingt vermeiden können, Schaden zu nehmen. Es ändert sich so ein bisschen der Playstyle, sag ich mal. Aber ist okay. Sind jetzt bei 988 Ernte. So, das ist ein ausgezeichnetes Item für uns, weil wir jetzt mal ein bisschen Crit bekommen. Okay, I guess prozentualer Schaden. Glück. Noch mehr Glück. Banner, seltsames Essen. So, und jetzt shoppen wir mal richtig rein. Seltsames Essen.
Hier brauchen wir nichts. Ja, vielleicht Crit. Komm, machen wir. Bone Sensei. Ja, Sonnenbrille. Nee. Geil. Alien-Auge und der Umhang. Uiuiuiuiui. Nummer 20 ausweichen. Damit sind wir jetzt auf Cap. Geil. Okay, let's go. Huch. Kleiner Leck. Okay. So, immer schön die Buffer abholen. Hier kann man nochmal ganz gut Ernte stacken. Das ist eine relativ leere Runde. Wir machen so viel Schaden, dass wir alles wegholzen. Das ist ganz geil. Ja, also jetzt langsam, ihr seht's. Wir sind auch sehr schnell, dadurch können wir sehr viel auch einsammeln. Zack, weg damit. Weg. Weg. 60 ausweichen ist natürlich auch einfach nur Zucker. Jetzt gehen wir nochmal richtig... Oh shit, da habe ich kassiert. Aber wir werden auch um 11 geheilt mittlerweile. Durch das seltsame Essen und die Limo machen die Verbrauchsgegenstände immer mehr Healing. Ja, ist schon lecker. Ne? So, fantastisch. Wir sind bei 1124 Ernte. Weg. 12 Tempo nehme ich. Tatsächlich. 20 Angriffstempo nehme ich. Okay. Augenbinde nehme ich. Bei mehr Crit. Hier brauchen wir nichts. Oktopus. Ja, sehr viel Leben. I guess, nehmen wir mit. Kopfverletzung nehmen wir mit. Noch ein Hase? Ja. Oh Gott. Nee, noch einen nicht. Das nehmen wir mit. Wettstein. Nee. Baum. Baum ist cool. Kaffee ist cool. Filzhut ist cool. Okay, jetzt wird mir Reroll ein bisschen zu teuer. Ja, wir können mal Sonnenbrille mitnehmen. So, haben wir jetzt 40 Crit. Die Kritten hier 52%. Ja, und wir sind sehr schnell. Ja, also ihr seht, ne, es geht gar nicht mehr darum, ob man überhaupt Danger 5 schafft. Der Bauer, wie gesagt, ist completely busted. Ihr seht, wie wir hier mit Gartenscheren reinholzen. Es geht jetzt eher nur noch darum, dass wir für den Endlos-Modus gewappnet sind. Dass wir dafür jetzt gut spielen, die richtigen Items finden, ein bisschen die Brotato-Götter anbeten, dass wir hier ein bisschen Luck auch haben, also Real-Life-Luck. Und ich rede nicht von dem auf dem Auto, Digga. So. Ja, mich würde mal interessieren, wie interessant ihr die Endlos-Modus-Videos findet. Oder ob ich lieber wieder quasi euch einzelne Charaktere mit speziellen Builds vorstellen soll. Und ich soll euch sagen, ihr sollt mal liken. Oh, Legierung ist jetzt natürlich richtig geil, dass wir overcapped sind bei Ausweichen. Ihr sollt nur liken. Also nur liken. Ja? Säure auch. Geil. 7 Crit. Hier können wir nochmal rerollen. 9 Tempo, geil. Folter. Actually. Puh. Remember, ne? Später. Nee. Nee. Und Hase auch nicht mehr. Wir haben jetzt so viele Hasen. Wir können 4-mal kostenlos rerollen, das reicht mir. Limonade nehmen wir auch nicht mehr mit. So, Alien-Auge, geil. Niedlicher Affe. Ich will nicht zu viel. Wie viele Affen haben wir? Wo ist er? Da. 4 Stück. 8, 16, 24, 32%. Werden wir um 1 LP geheilt, wenn wir Material einsammeln. Nee, ja. Doch, nehmen wir mit. Ja, Bandana. Also wie gesagt, lieber Querschläger. Gönn mal Querschläger.
So, wir nehmen jetzt mal Blutegel tatsächlich. Wir wollen jetzt langsam Lebensabzug stecken. Brauchen wir später. Alienauge. Sift-Relikt. Sift, Grüße gehen raus. Toller Creator. Hat als erstes, glaube ich, ein Item bekommen. Ja, nehmen wir mit. Dann ist es auch raus. Ist unique. So, Bärtierchen. Das ist ein weiteres Item für den Endlos-Run. Denn bislang habe ich das immer nie mitgenommen. Ich finde es komplett useless irgendwie im normalen Run. Das erste Mal, wo wir getroffen werden, werden wir nicht getroffen. Und das Besondere ist, Ausweichen wird drüber priorisiert. Das heißt, wir weichen die ganze Zeit aus und irgendwann, wenn wir einmal nicht ausweichen, dann kommt ein Bärtierchen und saved uns. Und dann kommt erstmal richtig viel weiter ausweichen und dann das nächste Bärtierchen. Und deswegen wollen wir für den Endlos-Modus Bärtierchen richtig heftig stacken. Jagdtrophäe auch, Weizen auch, Schmetterling auch. Filzhut nehmen wir mit. Können wir nicht mitnehmen. So, jetzt kommt der nächste Boss. Welle 18. Let's Fetz. Wo ist er? Seh ihn nicht. Da. Ah, ist der einfachste. Gut. Ja, den rasieren wir jetzt einfach mal schnell weg. Lächerlich, oder? So. Bislang hatten wir Glück mit dem roten... Guck euch das Alien-Auge an, ey. Mashallah. Bisher hatten wir relativ viel Glück mit den roten Item vom letzten Elite. Das Nachtsichtgerät da, das ist schon echt geil. Wir haben jetzt übrigens auch die zweite Jagdtrophäe. I mean, why not? Haben wir jetzt auch ganz gut Crit. Kriegen da auch. Selbst wenn, auch weil wir, ich meine, wir bekommen 50% weniger Materialien durch Gegner. Aber, I mean, die Jagdtrophäe holt er dann schon trotzdem in Summe gut was raus. Ja, und ihr seht, wir werden auch gar nicht mehr gehittet. Und selbst wenn, durch die niedlichen Äffchen, werden wir sofort wieder hochgehalten, können weiter unsere Früchte hier einsammeln. Das ist scheißegal, wir sind sauschnell. Ja. Okay, das brauchen wir auf gar keinen Fall, gibt aber gut Kohle. Ritual brauchen wir. Dynamit brauchen wir nicht. 12 LP, I guess ja. 20% Angriffstempo. So, jetzt Filzhut, Banner, Wettstein. Propellermütze. Wir sind bei 155 Glück, 1460 Ernte. Ich hätte gerne mehr. Es ist echt sehr wenig. Hätten wir am Anfang heftiger Ernte stacken müssen. Hm. Naja. Können wir jetzt nichts mehr machen. Maus. Gnom. Gnom nicht. Aber Maus vielleicht. Aber lieber nicht. Lieber nicht. Gifttonikum. Das nehmen wir mit. Scharfe Soße nehmen wir mit, oder? Ja, skaliert auch mit, ja, bisschen Crit-Chance, ja. 5 Leben, 7 Schaden. Nee, brauchen wir nichts. Ja, Bone-Sensei nochmal, klar. Deutlich mehr EP. Mammut nehmen wir nicht mit. Rakete können wir mitnehmen, aber nee. Coupon nochmal, geil. Tentakel nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, dritte Tentakel. Damit heilen wir uns auch echt viel. Ja. Krass. Nochmal Coupon, klar. So, Blutegel. I guess. Ja, wir bekommen hier nicht so die geilsten Items, sag ich. Naja. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt gibt es Explosionen, wenn wir die einsammeln. Junge, wir killen jetzt alles so weg. Ne? Guckt euch das an. Das ist schon geil. Ich hätte halt gerne mehr Gärten. Ich hätte gerne, ja, nochmal mehr Polster und mehr Alien-Augen. Wobei, damit fahren wir schon ganz okay. An sich ist alles okay. Aber wir müssen jetzt langsam ein paar Items generieren, die nice sind. Ja? Also noch mehr. Noch mehr Bärtierchen. Noch mehr Alien-Auge. Noch mehr Polster vor allem. Ja. Müssen wir schauen. Attack Speed haben wir mittlerweile auch echt gut. Was war eigentlich das rote Item eben? Ich hab's komplett ausgeblendet. Jetpack ist super für uns. Nehmen wir. Wettstein auch. 16% Schaden. Ja, für Rüstung, I guess. Was war denn das rote Item eben? Ach, das Sift.
Nee, das haben wir gekauft. Oder war es das Zift-Relikt? Nee, das haben wir doch gekauft. Hä? Was? Octo. Hm. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber eins davon. Gut. Nochmal Bone-Sensei. Alter. Nochmal Jagdtrophäe. So. Oh Mann, bei Augen-OP denke ich immer, das ist Monsterauge. So eine Scheiße. Panda. Ja, ja, nehmen wir. Nehmen wir. Crit. 69 Crit. Jetzt haben die 81%. Das gefällt mir alles nicht so. Filzhut nehmen wir nochmal mit. Alter, okay, holy shit. Das ist jetzt die vierte Jagdtrophäe. Warum kriege ich so viele Jagdtrophäen, Junge? Ich will Krone. Mann, unlucky. Wir spielen Bauern, kriegen super viel Jagdtrophäe. Verirrte Ente. Nee. Traktor. It's something, I guess. Den auch er. Hm, ärgerlich. Säure. Ja, ist alles nicht so geil. Das wird mir zu teuer. So, Welle 20. Jetzt kriegen wir nochmal zwei rote Items. So, den rasieren wir als erstes einfach weg. Gone. Jetzt bist du dran. Das war ein Schaden machen, ne? Lecker, oder? Guck mal, wie schnell wir auch sind einfach. Das ist einfach so egal, Junge. Du stirbst. So, nächstes rote Item. Zwei rote Items. Die müssen es jetzt sein. Nicht early. Oh. Ein bisschen Ernte hier stacken. Das Coole ist, durch den Bauern stacken wir ja weiter Ernte. Auch wenn das jetzt nach Welle 20 weniger wird. Also ich hätte gerne mindestens 2000 Ernte gehabt. In Welle 20. Oder nach Welle 20. Ich glaube, wir haben jetzt... Wie viel haben wir gerade? 1700. Ja, ist schon wenig. Geht deutlich mehr mit den Bauern. Jetzt sind wir bei 1872. Querschläger ultra gut. Nehmen wir. Couch nicht. Stiftscheiße. Okay. Hm. 6 Tempo. 4 Rüstung, I guess. 20 Attack Speed. So. Zyklopenwurm. Riesengürtel. Holy shit, den kenne ich noch gar nicht. Das erste Mal, dass ich den sehe. Nehmen wir mit. So. Wir wollen jetzt, also ab jetzt geht's los, Leute. Ab jetzt werden die Gegner rasant stärker. Das wisst ihr schon aus dem letzten Endlos-Video. Wir brauchen jetzt unbedingt ganz viel Bärtierchen. Ganz viel Polster. Und... Jagdtrophäe gerne. Aber vor allem auch noch Alienauge. Also Polster, Alienauge, Bärtierchen. Das sind so die drei wichtigsten Items. Wo sind die Alienaugen? Ich bin blind gerade. Ach da, 5 Stück. Das ist gut. Alter, 5 Stück ist gut. Aber wir brauchen mehr. So, Kartoffelwerfer. Da nehmen wir jetzt den ersten mit, I guess. Alienauge auch nochmal. Genau, wir switchen langsam zu Kartoffelwerfer. Ich nehme jetzt den ersten mit und dabei belasse ich es erstmal, weil ich will jetzt einfach nur, dass sie häufiger kommen. Wir werden jetzt aggressiv rerollen. Das werden wir nehmen, mehr EP. Flosse ist super. Augenbinde ist super. Aber wir brauchen, Bodensensor nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen jetzt wirklich... Nee. Wir brauchen jetzt wirklich diese drei Items. Also wir müssen jetzt sehr aggressiv rerollen. Wir lassen jetzt 4 liegen. Das Ding nehmen wir mit. Filzhut. I guess. Hm. Jagdtrophäe. Traktor. Nee. Das wäre Bullshit. Ja.
Na gut. So, wir haben Querschläger, das heißt, der Kartoffelwerfer, der böllert jetzt auch gut durch. Also, wir switchen langsam auf Kartoffelwerfer, weil wir mit Polster irgendwann disgusting viel Leben haben werden. Und wir aufhören werden, Items zu kaufen tatsächlich. Und deswegen, also dadurch, dass wir aufhören, Items zu kaufen, wir weiter aber immer wieder mehr Coins hier aufs Konto gutgeschrieben bekommen, werden wir unendlich Leben quasi theoretisch stacken. Und somit unendlich Leben und somit unendlich Schaden. Das ist die Theorie. Ja, und es ist ein Race. Es ist ein Damage Race gegen den Endlos-Modus, wo die Gegner immer stärker werden. Übrigens, man versucht, die Augen zu... Nee, gar nicht. Ist Quatsch. Vielleicht auch mal kurz angemerkt, ich habe mich hier natürlich viel von der Brotato... Geil, ey, genau. Brotato-Community auf YouTube inspirieren lassen. Da gibt es wunderbare Videos auch zu dem Endlos-Modus. Ich hätte gern sowas wie, ja, Crit oder Attack Speed oder Tempo. Tempo, cool. Ja, nehmen wir das nochmal. Junge, wie viel... Ist heftig, oder? Crit. Attack Speed. So, wir... Hyper-rerollen die Scheiße aus diesem Game raus und hoffen auf die richtigen Items. Darf aber auch nichts übersehen. Baum-Alien-Auge. Konzentrieren. Eigentlich zu teuer. 10 Glück brauchen wir nicht mehr. Ist halt ein Reroll letztendlich. Alien-Augen, nochmal. Geil. Garten. Ja. Bitte gönn Polster. Gönn Polster. Nochmal Crit. Wie viel Crit machen die? 90%. Okay, nehmen wir mit. Krone, jetzt. Guck mal, imagine, wir hätten Krone so Welle 8 oder so bekommen. Wie ist denn das jetzt? Also, ich krieg ja... Wird immer um 8 verringert. Ah, nee. Wird immer um 10 verringert. Aber was, wenn ich jetzt die Krone hole? Ist der Effekt dann einfach gone? Oder verringert sich dann nur noch um 2%? Boah, das wäre interessant. Aber ich will jetzt nicht 200 Coins hier rauswerfen, um das auszuprobieren. You know. Wahrscheinlich geht es nicht. Scharfe Soße. Und noch ein Kartoffelwerfer. Den nehmen wir noch nicht mit. Tatsächlich. Wir brauchen... Bitte... Polster. Ja! Zweites Polster. So, nächste Runde. Zack. Ja, das ist schon, das löppt, ne? Das böllert hier. Das ist schon ein geiles Gameplay. Gib's doch zu. Gib's zu, wie geil das ist. Bitte, gib... Jetzt mal ehrlich, gib doch... Ja, wir müssen... Oh, das war unnötig. Geil, zwei Items. Drei. Ja, Kisten ist dann wirklich the way to go später, weil da kosten einfach dann Items so 1000. Es ist wirklich bescheuert. Ab Welle 30 werden Items langsam unbezahlbar. Das ist wirklich übel. Und das ist das Coole, ne? Auch wenn die Ernte abnimmt, prozentual, wir können sie trotzdem immer wieder ein bisschen hochpushen als Bauer, indem wir hier Verbrauchsgegenstände einsammeln. Noch eine Truhe, ey. 4 Items, geil. Und 3 Level-Ups. Nein. 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 Ja. Oh, wird jetzt aber teuer.
Dann nehmen wir jetzt das. Angriffstempo. Crit. Gut. So. Let's fetz. Glaskanone nehmen wir mit. 25% mehr Schaden. Nein. Epischer Kartoffelwerfer. Nee, dann machen wir ab Welle 30 kommt, glaube ich, der Switch bei mir. Würde ich vorschlagen. Ja, Sparschwein, useless ab Welle 20. Tentakel nochmal, I mean, ja, aber jetzt muss was kommen. Jagdtrophäe. Junge, okay, mit Glückspfennig haben wir unsere, also, ja, okay, wir haben aber schon 100% Crit. Na, Kartoffelwerfer 94. Polster, geil, drittes Polster. Gar nicht gesehen. Noch ein Kartoffelwerfer. Community Support. Ein Angriffstempo für jeden aktuellen Gegner, der lebt. Nehmen wir mit. Zyklopenwurm auch. So, jetzt aber. Komm, gönn. Bärtierchen. Geil. Nochmal Glück. Nee, weiter rerollen. Ring der Selbstjustiz. Übrigens auch ein gutes Item für Endlos-Modus, weil am Ende jeder Runde kriegen wir 3% Damage dazu. Nochmal Jagdtrophäe. Junge, wir haben... Wir haben 7 Jagdtrophäen. Ich hätte jetzt doch anfangen sollen, Dings zu nehmen, hier die Maus, dass wir mehr Gegner haben. Noch ein Garten. Ja, okay. Holy shit. Okay, wir haben jetzt langsam einiges. Wir sind doch erst Welle 23. Ja, also noch ist entspannt. Seht es, wir sind doch einfach saustark. Durch das Sif-Item fliegt ja auch alles direkt zu uns. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch nichts mehr einsammeln. Nur noch die Verbrauchsgegenstände. 2 Bärtierchen ist auch wirklich Lego. Schmacko, sag ich. Auch gerne. Zack, zack, zack. Ja, mehr Gärten ist halt auch für Endlos-Modus übel geil. Stellt euch vor, später sind hier so 100 Gärten. Gerade mit dem Bauer. Also, I mean... Schon ordentlich. So, hier haben wir noch ein kleines Lager. Ja, aber wir können auch gleich mal über Jagdtrophäe havern, um zu gucken, wie viel Geld wir allein schon durch die Jagdtrophäen bekommen haben. Das würde mich interessieren. So. Das nehmen wir, glaube ich, mit. Einfach wegen... Dann haben wir 100% Crit auf den Kartoffelwerfern. Nochmal 5 Rüstung, 5 Tempo, ja. Schaden. Angriffstempo. Polster. Garten. Geil. So, jetzt gucken wir mal. Jagdtrophäe. Wo bist du? Du warst ganz unten. 7 Stück. 2700 Materialien dadurch schon bekommen. Das noch nicht. Ich hätte gedacht mehr. So, hier haben wir nichts. Nichts. Garten. Kartoffelwerfer nochmal. Nee. Ihr merkt, es kommen regelmäßig jetzt Kartoffelwerfer. 99% Crit. Nein. Traurige Tomate. Ein bisschen langsam auf LP-Regeneration gehen. Könnten wir. Aber ich glaube eher nicht. Weizen. Kriegen wir halt auch ein bisschen Fernkampfschaden mal. Und wieder ein bisschen Ernte, aber nee, ist nicht worth. Ist einfach nicht worth. Jagdtrophäe. Nein, das ist alles Schmutz. Schmutz. Garten. Extra Magen. Sehr gut, aber auch sehr spät. Gibt uns immer mehr LP, Max-LP, quasi 10 Max-LP pro Runde. Ran mit Polster schön, nochmal einen Garten, Abfahrt. Also wir machen die schon richtig heftig. Ja, das ist schon heftig. So, jetzt haben wir auch richtig viele Gärten, Junge.
Das ist schon geil. Das ist schon geil. Also ich mag den Charakter sehr, aber ja, er ist komplett busted. Was würde Tristan sagen? Power of Evil? Was sagt der immer? Die Giga? Nee. Was sagt der immer? Der hat irgendwie noch eine Steigerung zu OP. In seinem Wortschatz. Komplett erfunden. Überbroken. Überbroken, oder? Sagt er immer. Ja. Das sagt er so mega selbstverständlich. Ja, der ist komplett überbroken. Überbroken. Ist einfach geil. Generell, ne? Tristan ist ja, also der Power of Evil war früher heftiger Pro-Player. Ist jetzt Creator bei uns. Aber ja, immer noch einer der besten Midlaner der Welt. In dem Tempo. Der versucht sich an Content. Ihr kriegt es ja hier beim LoL-Format ab und zu mit, glaube ich. Schaut da gern bei ihm vorbei. So, das würde ich jetzt tatsächlich mitnehmen. Blutige Hand. Ja, ist einfach 42% mehr Damage. Das ist schon, das ist überbroken. So, nee. Ja, die Krone, ich würde das so gern wissen, aber naja. Nochmal Querschläger. Geil. Aber geht auch gut Damage flöten. Max Life. Genau, mehr Gegner wollen wir, weil wir kriegen durch die Jagdtrophäen mehr Kohle. Wir gehen jetzt da drauf. Wettstein nicht. Komm. Komm, nein. Nochmal traurige Tomate. Nein. Ich brauche Polster. Oder Alienauge. Geil. Zyklopenwurm nehme ich auch. Nochmal einen Garten. Angriffstempo. Und let's go. Junge, ich habe zweimal Querschläger. Aber durch blutige Hand sind wir natürlich jetzt häufiger nicht full life. Aber ist jetzt nicht... Ja, das ist tatsächlich als Bauer ein bisschen... Aber wir haben so viel Life weg. Und die Quer... ist die Frage. Also wir kriegen jetzt auf jeden Fall weniger Ernte pro Runde. Aber gut. Vielleicht, ja. Vielleicht gehe ich doch auf Lebensregeneration langsam. Aber ist schon gut, dass wir viel rerollen, um möglichst viele dieser Essential Items für den Endlos-Modus zu bekommen. Wirklich, bis Level, bis Welle 30 muss da einiges passieren. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die liegen lasse. Ich weiß nicht. Dann kriegt man am Ende alles auf einmal und ist full life. Hm, nee. Okay, 6 Tempo. 6 Max Life. Alien Auge, geil. So will ich das. Nochmal, geil. Ihr merkt schon, die Items werden jetzt so gigateuer. Nee, ich habe mich von LP... Also es kam mit so viel gute LP-Regenerations-Items, aber ich habe mich davon verabschiedet. Flügel... Nee. Ist zu teuer. Wir müssen wirklich hier Baum. Es ist jetzt so wichtig, dass wir die richtigen Items finden. Scheiße, Junge. Gönn Polster, bitte. Polster ist so wichtig. I guess das nehme ich mit. Tentakeln auch. Gönn. Scharfe Soße. Skaliert halt auch mit Leben. Der Damage. Deswegen nehmen wir es mit. Nochmal Zyklopenwurm. Polster. Wichtig. Garten. I guess. Ich nehme jetzt den Kartoffelwerfer mit. Der hat halt weniger Damage, aber viel mehr Attack-Speed, glaube ich. Und allein durch die zwei Querschläger schon stärker als eine Gartenschere. Okay. Ja, wir haben wirklich viele Gärten. Krass. Das ist schon heftig, ey. Oh, hier kommen ein paar Bäume.
Ja, wir clearen halt. Guckt euch auch die Alien-Augen an. Die Dings, Monster-Augen, whatever. Es sind insane. Wir haben jetzt... Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte inzwischen auch sowas wie Zyklopenwurm nicht mehr nehmen. Ich glaube, ich sollte lieber weiter rerollen für Polster-ETC. Schauen wir mal. Das kommt weg. Das gutes Geld kommt auch weg. Angriffstempo. Baum. So, jetzt noch ein Kartoffelwerfer. Komm. Scharfe Soße. Skaliert. Ist actually. Also skaliert ja auch unendlich quasi. Oh Mann, immer diese Augen-OP. Nee. Roter Kartoffelwerfer. Ja, gerne. Boah, ist echt teuer. Nee, nehme ich nicht, Alter. Ich habe ja den Amboss. Nehme ich nicht. Viel zu teuer. Ach, wir kriegen Glück pro Crit, nicht andersrum. Ja, ich glaube, jetzt lohnt nicht mehr. Wir brauchen wirklich nur noch diese 3, 4 Items. Was anderes brauchen wir nicht mehr. Glaskanone, das nehme ich noch mit. Gönn. Bärtierchen, geil. Ring der Selbstjustiz, geil. So, jetzt habe ich ein Item weniger. Ist nicht schlimm. Bin super gespannt, was so die nächsten Updates bringen, weil... Also gerade auch beim Endlos-Modus ist ja noch ordentlich was drin. Wenn man überlegt, dass man da irgendwie vielleicht auch so eine Highscore-Ladder, das finde ich geil. So eine... Gibt es aber ganz vielen Spielen, dass du so Highscores in-game dir anzeigen lassen kannst. Von einer Steam-Friendlist, dann so regional, also Deutschland oder weltweit, so. Ich glaube, das wäre super interessant, super cool. Hat man auch so mehr Visibility für so die krassen Leute in der Community. Okay, ja, es ist halt gar kein Problem, dass wir eine Waffe weniger haben, wie ihr seht. So. Wir nehmen Fernkampfschaden mit, I guess. Angriffstempo. Und jetzt wird weiter gerollt. Oh Junge, warum kommen hier denn nur so Kack-Items? Kartoffelwerfer, blau. Ja, ist am günstigsten. Stacken wir schön rum mit Amboss. Gönnt Items, die ich brauche. Bitte. Coupon. Ich glaube, es ist Wolf. Ja, ich glaube, es ist Wolf. Baum. Garten. Ich glaube nicht mehr. Wir brauchen jetzt Zeit. Maus. Mehr Gegner. Silberkugel. Nee. Go next. Okay. Welle 28. Wir bekommen neue Elite. Die werden aber komplett weggeschreddert, Junge. Heilige Scheiße. Oh, die hinterlassen eine normale Truhe. Okay, fair. So, jetzt ist die Frage, wir sind Welle 28. Ja, ich würde bis Welle 30 noch richtig all-in gehen beim Rerollen. Aber dann ab Welle 30 tatsächlich, glaube ich, nichts mehr ausgeben. Und die Polster für uns arbeiten lassen. Genau, höchstens halt Kartoffelwerfer. Da dann auf 6 Kartoffelwerfer kommen. Weil dann werden die Kartoffelwerfer tausende von Schaden machen. Also ihr werdet es sehen. Das ist insane. Und ich habe jetzt ja nicht mal krass Glück gehabt mit den Bauern. Und deswegen meinte ich auch, also ganz im Gegenteil, ne? So eine Krone im Early Game beispielsweise hätte uns ja viel heftiger geboostet. Wir wären jetzt ganz woanders mit unseren Items. Und trotzdem werden wir recht erfolgreich sein hier im Endlos-Modus. Der ist halt sehr konsistent. Ist wirklich sehr nice.
Jetzt gönn. Holy shit. Wir bekommen sehr viel Angriffstempo. Junge, Junge, aber jetzt haben wir sehr, sehr wenig Reichweite. Wie schlimm ist das? Oh, hier sehen wir auch noch mal. Die Gartenschere hat 6000 Schaden gemacht in der letzten Welle. Der Kartoffelwerfer 100.000. Zielfernrohr? Nee. Ich muss mal gleich in der Runde gucken, wie schlimm das jetzt ist mit Reichweite. Ob das klar geht oder nicht. Und dann gegebenenfalls Reichweite kaufen. Zyklopenwurm. Nee. Ich brauche jetzt wirklich Items. Und zwar die richtigen. Die richtig, richtigen. So, das hier nehmen wir mit. Gönn doch, bitte. Ach, Mann, bitte. No. Ach, ist ja doof, Mensch. Okay. Welle 29. Okay, es ist nicht wichtig mit der Reichweite, oder? Durch die Querschläge halt, das ist wirklich nicht wichtig. Ich meine, wäre schon gut. Gerade, ich denke halt an die Elite-Gegner später. Aber wir haben auch so viel Tempo. Die werden uns schon nicht catchen. Oder? Ja, lass mal auf uns zukommen. Ich hole die Kartoffelteile, sind einfach insane, oder? Und noch lassen wir ja die Polster nicht arbeiten. Weil wir noch all unsere Coins jede Runde ausgeben. So. Ich will hier weiter alles aufsammeln für Ernte. Lego. Ja, wir gucken gleich mal, was die Jagdtrophäen bisher eingebracht haben. Das würde mich auch nochmal interessieren. Kriegen immer noch 1000 Ernte, ne? Das nehmen wir mit. Angriffstempo nehmen wir mit. Oh, da wäre jetzt 45 Reichweite gewesen. Wäre ein Schmacko. Egal. So, wir gucken mal, wie viel prozentualen Schaden haben wir insgesamt von Ring der Selbstjustiz bekommen. 30. Und das geht immer weiter. Dann, was wäre noch interessant? Jagdtrophäe. Insgesamt 11.000 Materialien. Und das geht jetzt richtig ab. Wir haben... Na, ich gebe erstmal alles auf. Dann machen wir Bestandsaufnahme. Ich gebe erstmal alles aus. So. Eieiei. Komm, gönn doch mal. Gönn, 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 gönn. Flosse? No, 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 no. Gönn jetzt, bitte. Komm, gönn, gönn einmal richtig hart rein. Gönn richtig rein. Gönn. Kartoffelwerfer, den nehmen wir. Schön blauer, das ist gut. Aber jetzt gönn. V. V nehmen wir mit. Junge, die dritte Krone, ne? Oh Gott. Okay, die letzten beiden Runden waren katastrophal. Also. Wir haben von den Essential Items dreimal Bärtierchen. Dann haben wir fünfmal Polster und zwölfmal Alienauge. 17, sind wir bei 20. Ja. 20 dieser Core-Items in Summe. Ich denke, dass... Ah ne, und 8 Jagdtrophäen. Ja, das ist actually gut. Ich glaube, wir können weit kommen. Wir schauen mal. So, ich werde jetzt vermutlich nichts mehr ausgeben. Ja, ich werde jetzt alle Coins sammeln. Und die Polster für uns arbeiten lassen. Ich werde höchstens, wenn ich sehe, Kartoffelwerfer kaufen. Und... natürlich Core-Items, der eben 4 genannt. Junge, 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 Junge. So, und ihr seht oben links, umso mehr Coins wir sammeln, umso mehr Max-Life bekommen wir. Wir brauchen echt mehr Gegner.
Das ist auch noch so ein Ding, ne? Hätte ich im Early Game mehr sammeln sollen. Die Maus da, die Lebensabzug gibt und 10% mehr Gegner oder Monster-Ding da. Das Baby-Monster, was 5% mehr Gegner gibt. Coupon nehmen wir mit, ja. Das nehmen wir auch mit. So. Wir gönnen uns Reichweite, glaube ich. Ja. Und hier gönnen wir uns Angriffstempo. So. Ich mache jetzt die Rerolls durch die Hasen. Gucke, ob da ein Core-Item dabei ist. Nein, dann mache ich noch... Nee, ich bin strikt. Jetzt geht's weiter. Elite-Gegner. So, die machen jetzt schon deutlich mehr Schaden, wie ihr seht. Ist ganz geil, dass die Truhen hinterlassen. Wirklich, so kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. So, und wie ihr seht, machen die jetzt schon so 600... Nee, teilweise... Ach, die Roten machen, glaube ich, so 1200er Krebs, ja. Das ist schon echt heftig, Junge. Schön alles aufsammeln. Ey, es macht so viel Bock. Wirklich, es ist so ein geiles Game. Ich habe von Anfang an gesagt, gönn einfach den Endlos-Modus. Es ist der Grund, das Spiel weiterhin zu spielen, selbst wenn man alles schon geschafft und freigespielt hat. Und ist auch genau richtig, mit jedem Update, das so alle 2 Monate kommt, kommen so 2 neue Charaktere, 2, 3 neue Achievements, 2, 3 neue Items, es ist ideal. 6% mehr Schaden nehmen wir mit, Stift nicht, Weizen nehmen wir mit, den nehmen wir nicht mit. Den nehmen wir jetzt mal einmal mit, das, oh, wobei ist es useless, lieber die Kohle. Glück. So, wir rerollen wieder. Polster, geil. Das war's. Die böllern so raus, ey. Ja, schön. Guck mal, wir haben schon 500 Leben. Das wird jetzt immer heftiger. Aber die halten auch aus, ne? Ihr seht es. Also die tanken teilweise 2 Schüsse. Das ist schon crazy. Oh, da habe ich gerade kassiert. Sehr ungewöhnlich mit Bärtierchen. Aber stirbt ja auch alles instant. Schön. Actually, also ich habe auch schon jetzt in diesem ersten Try, ihr habt ja gesehen, ich habe den Bauer erst auf Danger Stufe 3 durchgespielt gehabt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich diese Taktik anwende. Oder diese, ja, diesen Plan. Ach komm, Alter. Was ist das denn? Ich habe jetzt schon ein paar Dinge gelernt. Ich habe gelernt, ich würde dennoch... I guess. Ich glaube, später killen uns eher die Elite, also so Single-Target-Damage. Ich lasse mal liegen. Vielleicht ist auch ein Lerneffekt für mich dann. Also ich habe gelernt, so einen... Einmal noch? Nee. Ist aber auch schwierig hier. Ich habe gelernt, einen gefährlichen Hase mehr. Ich erinnere mich an den Punkt, da hatten wir 4 Stück und mir wurde einer vorgeschlagen und ich meine vorhin, ja, nö, das reicht erstmal. Aber jetzt so hätte ich schon so viele wie möglich. Den würde ich beim nächsten Mal doch einpacken. Außerdem würde ich beim nächsten Mal diese Babymonster einpacken und alle Mäuse, dass wir mehr Gegner haben mit den Bauern. Braucht man aber vor allem nur mit den Bauern, glaube ich. Aber auch generell. Einfach weil wir ja 50% weniger Materialien bekommen. Und wir das damit so ein bisschen ausgleichen, weil wir mehr Gegner bekommen. Und somit auch mehr Materialien. So, 700 Leben, fast 800. Das ist schon ein Schmackoplatz hier, ne?
Ernte hält sich auch noch eine Weile. Sind jetzt bei 850 Leben. 20% Attack Speed. Nein. Nein. Kartoffelwerfer. Den nehmen wir mit. Noch einer. Den nehmen wir. Oh, der ist gigateuer. Nee, den nehmen wir nicht mit. Wir warten tatsächlich nochmal auf den blauen oder so. Weil actually, die unterscheiden sich gar nicht so krass. Guck, die machen genauso viel Schaden. Der rote macht einfach nur mehr Rückstoß. Und actually, das war's. Der hat nur mehr Rückstoß, oder? Ja. Krass. Gut, Abfahrt. Wenn man so eine... Also, ich glaube, blutige Hand ist unique, ne? Die zu stacken wäre ja asozial. Und dieses eine Item, was mir 2% Attack Speed pro Prozent Ausweichchance gibt, das ist, glaube ich, auch unique. Weil die... Beziehungsweise alle roten Items sind unique, oder? Sind ja... Ja, was laber ich? Ist ja Bullshit. So. Okay, also wir löten hier komplett durch. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie lange halten wir durch? Also, das hier kann jetzt eine ganze Weile gehen, meine lieben Freunde. Das kann wirklich sehr, sehr lange gehen. Und ich habe eigentlich schon Mittagspause. Okay. Wir kriegen hier aber auch keinen unserer Core-Items mehr. Da ist ein blauer Kartoffelwerfer. Den nehmen wir mit. Geil. Jetzt haben wir nur noch Kartoffelwerfer. Hm. Na gut. Elite-Gegner. Wie viele sind das jetzt mittlerweile? Einfach alle tot. Junge, es ist echt so heftig, ey. Ja, wenn man jetzt... Also, wir machen halt giga viel Schaden. Guckt euch das an. Das ist lächerlich. Das ist wirklich komplett lächerlich, Alter. Ich glaube, noch ein Querschläger mehr wäre echt nicht gut gewesen. Weil wir haben so viel Mast hier. Jetzt geht es echt nur noch um den Single-Target-Damage. Ja. Weil auch Attack-Speed von den Dingern. Ich glaube sogar ein Querschläger. Wait, actually, das ist ja ein rotes Item, was man stacken kann. Ich habe ja zwei Stück. Aha. Jetzt ist selbst die Verwirrung verwirrt. Okay. Ja, ich glaube, ich glaube, selbst einer hätte gereicht. Das Ding nehmen wir mit. 15 Glück. So, ich hätte gerne den Stromgenerator, das Tempo Schaden ist, weil wir haben 91 Tempo, auf den warte ich actually noch. Hier ist noch ein Kartoffelwerfer und noch ein Baum. Baum nehmen wir mit, weil kann potenziell eine Truhe sein. Hier, Oktopus kann man auch stacken, krass. Interessant. Was? Das Pizmeat-Item kann man auch stacken? Das ist ja busted. What? Aber es lebt eh nichts. So, let's go. 1200 Leben. Wir machen ein bisschen Schaden. Es ist so dumm, ey. Tatsächlich braucht man das Beatsmeat-Item gar nicht. Die Kartoffelwerfer haben so viel Attack-Speed. Das braucht man eher um Welle 20. Nee, auch nicht. Weil nach Welle 11, 12 eskaliert der Bauer ja richtig heftig. Und vor Welle 11, 12 kriegt man eh selten einen Epic. Also selbst wenn es da käme... Ja doch, dann würde ich schon nehmen. Weil ich damit dann safe den Elite killen kann, glaube ich. Auf Welle 11, 12. Falls dann die Elite kommt. Naja. Ja, aber... Also was sehr lucky war in dem Run, war, dass wir den Amboss so früh bekommen haben. Der offensichtlich unique ist. Das hat viel geholfen.
Der arbeitet ja sogar immer noch für uns. Mach ich ja Tech Speed. Nochmal Querschläger. Krass. Jetzt, aber es ist heftig, ne? Seit Welle 30 haben wir kein Essential Item mehr bekommen. Das ist echt doof. Ja, das ist echt wild. Krass. Naja, go next. Also, zum Beispiel, stell euch mal vor, wir hätten nur ein Polster mehr. Was das hieße für unser Leben und unseren Damage. Also, jedes einzelne Polster, was wir finden, macht uns so krank viel stärker. Übrigens, die Alien-Augen machen 5000 Schaden, wenn die treffen. Habt ihr darauf mal geachtet? Die machen 5000 Schaden. Und guck mal, wie viele das sind. Es ist... nicht von schlechten Eltern, ne? Und die Explosionen, wenn wir die Sachen hier aufsammeln, da, das checke ich auch gleich mal aus, wie viel Damage das ist. Ja, ich lasse jetzt, glaube ich, wobei. Es ist einfach so viel Leben, was wir hier generieren. Lego. Okay. Reichweite. Da rerollen wir ja auch nicht mehr. Boah, was kriegen wir hier für eine Scheiße vorgeschlagen? Also so, wir haben noch viel Glück. Ich hätte diese goldene Münze nehmen sollen, als sie das erste Mal kam. Das hätte uns auch krass geholfen. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Die machen... Also wenn wir einen Verbrauchsgegenstand einsammeln, wir müssen dafür nicht Full Life sein, zu 25% kriegen die Gegner dann 2800 Schaden, beziehungsweise bei einem Crit halt 5600. Also genauso wie Alien Auge. Krass. Ja, okay. Let's go. Elite Welle. Ja, wird komplett geschreddert. Und die Reichweite auch. Hammer. Hammer. Ja, also Glück kann man halt wirklich nie genug haben, wa? Da hätte ich die... Also wenn der Taler nochmal kommt, würde ich ihn... Ja, wobei, der kostet jetzt wahrscheinlich so 3000. Ja, habe ich verpasst. Den hätte ich kaufen sollen. Weil dass ich da Kammen, also gewöhnliche Items vorgeschlagen bekommen im Shop, jetzt ist halt wirklich frech. Also teilweise 3 Stück oder 4 Stück. Das geht nicht. Ja. Wir sind ganz schön fix. Ne? Findet da nicht auf. Aber ja, dieser Stromgenerator, den brauche ich dringendst. Also geht halt gar nicht, dass ich den noch nicht gefunden habe. Vielleicht habe ich ihn mal übersehen. Weil ich fokussiere mich auch sehr darauf, beim Rerollen nur die Core-Items wahrzunehmen. Das Ding nehmen wir nicht mit, weil 12% Schaden ist schon echt eine Menge bei uns. Das Ding nehmen wir mit. Das Ding nicht. Das Ding nicht. Gut. Let's try again. Hier sowas. Das ist halt frech. Flügel, nee. Guck mal, 2500. Liebes Alien. Das sollten wir mitnehmen tatsächlich. Bei 5% mehr Gegner. Auch wenn es echt viel Geld ist, aber ich glaube, es ist worth für einen Long Run. Weil das scaled halt mit den Jagdtrophäen. Wie viel haben die jetzt mittlerweile generiert? Das ist unsere Haupteinnahmequelle gerade, ne? 23.000. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Wir haben immer weniger Ernte. Ich glaube, ich mache es so, dass ich kurz vor Ende alle Früchte auf einmal einsammle. Weil ich dann auch bei den meisten Full Life sein werde. Okay, manchmal fliegen die zu mir, weil ich einen hohen Sammelradius habe. Ja, okay. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. So, wir machen hier unsere 6000er Crits, wie ich sehe, durch Alien-Auge. Junge, Junge, Junge. Das ist schon busted, ey. Wir sind Welle 39 und immer noch relativ entspannt. Also es fühlt sich immer noch alles sehr stark an. Ich bin guter Dinge. Unmotiviert. Aber noch keine Truhe jetzt in dieser Runde.
Na gut. 560 Ernte immer noch. So, 6 Tempo. Come on. Also es kann ja nicht sein, dass wir seit Welle 30 hier nichts mehr bekommen. Krass. Das ist sehr unlucky. Wir haben da ein paar Elite. Ich sehe deren Leben nicht. Es ist zu viel Schaden. Junge. Junge. Was ist gerade passiert, Alter? Was ist gerade passiert? Oh Gott. Oh Gott. Es ist heftig. Es ist sehr heftig. Heilige Scheiße, ey. Nur wie wir uns heilen auch, wenn wir mal Damage genommen haben, ne? Das Geile, und deswegen ist auch Bärtierchen so gut. So, die Elite sind ja immer ganz am Anfang da. So, und dann hat man noch die ganzen Bärtierchen ready. Von denen wir, glaube ich, nur 3 haben insgesamt. Das ist schon auch echt wenig in Welle 40. Naja, aber wir böllern hier schön durch. Das ist lecker. So. Ne, das verkaufen wir alles. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. 6% Schaden ist mittlerweile echt viel. Was ist das? Das ist doch frech. Das gehört verboten. Bärtierchen. 2000. Ja. I guess wir müssen es tun. Oder? Oh Junge, 2000 ist echt viel. Nochmal! Jetzt geht's aber ab, ey. Fokus. Nee. Okay, let's go. Welle 41. Wir machen jetzt deutlich weniger Schaden. Ja, die halten jetzt ganz gut was aus. Guckt euch das an. Aber unsere Defense, die knallt jetzt. Okay. Ja, wir brauchen Polster. Ich glaube sogar... Also gefühlt... Ich weiß nicht, ob das jetzt worth war. Ich weiß nicht. Also unsere Defense dankt es uns natürlich. Vollkommen klar. Vielleicht macht es echt nur noch Sinn, Monsterauge und Polster mitzunehmen. Also die offensiven Sachen. Weil das ist ja, ja. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, wie gesagt, jetzt kurz vor Schluss. Ja, alles wegsammeln. So. Große Arme. I guess not. Weil ist gut Geld. Reichweite, ja. 9. So, 12 Tempo. Nee. Nee. Nein. Auch Tasche haben wir früh nicht bekommen, ne? Nein. Na gut, dann nicht. Dann Salz. So. Dann wird weiter geböllert. Let's go. Also ich will ein scheiß Polster. Polster it is. Das wäre heftig. In Bezug auf unseren Schaden. Na, die Bärtierchen haben uns jetzt so 2 Runden zurückgeworfen, ne? Quasi. Kann man bei diesem Babymonster drüber hovern und gucken, wie viel... Keine Ahnung, wie viel Gegner effektiv dadurch jetzt mehr kamen in Summe schon? Das wäre nochmal ganz interessant. Hier passiert. Guckt euch das an, ey. Das ist echt bescheuert. Crazy. Okay, 16 Schaden. It is. Müll. Müll. Die vierte Krone. Maschallah, ich werde langsam sauer. Gönn doch mal bitte hier den Motor, den Stromgenerator. Okay, liebes Alien. Okay.
oder nein? Es ist sehr teuer. Es ist sehr teuer. Kriegen 15% mehr Gegner aktuell, ne? Da bin ich davor. Ich glaube, es ist zu spät. Ich hätte das im Early Game sammeln müssen. Jetzt ist nicht mehr Wolf. Jetzt ist nicht Wolf. Ich glaube, würde ich für 2000 Coins. Da ist wirklich nur noch das Polster Wolf. Eine Jagdtrophäe wahrscheinlich. Und vielleicht sogar Bärtierchen auch nicht mehr. Aber Monsterauge bestimmt. Und wie hier die Augen umherkullern, was ist denn da los? Warum fliegen hier so einzelne Augen rum? Ist das, weil ich zu viele habe? Oder wie? Ach, Abpraller, Querschläger! Lol, das zählt für die auch? Das ist ja insane. Okay, es fällt aber auf, dass wir auf jeden Fall recht viel Damage kriegen. Okay. Baum. Den nehme ich mit. Baum ist... Baum nehme ich mit, oder? I mean, Truhen haben halt das Potenzial im Endgame echt zu klatschen. Hier ist nichts dabei, das gibt's doch nicht. Seit Runde 30. Seit Runde 30. Nichts mehr hier erhalten. So, die halten jetzt sehr lange durch. Das ist beängstigend. Okay. Oh, die haben auch gut ausgehalten. Also langsam. Welle 50 wird interessant. Welle 50 wird, glaube ich, so ein Damage-Check. Na gut. Ja, guck mal, was wir gerade an Damage gefressen haben. Heilige Scheiße. Boah, was er auch an Leben hochrattert. Guckt euch das an. Das ist insane. Junge, 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 Junge. Da unten ist noch eine Truhe, by the way. Heilige Scheiße. Ey, ein Polster mehr würde so klatschen. Okay. Den nehmen wir mit, Köder. 8% mehr Schaden, das nicht, das nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. I guess Attack Speed. Maus. Oh. Für 4000. Nein. Nein. Nein, leider nicht. Die Folter hätte uns übrigens gekillt, merke ich gerade. Alienauge. Das nehmen wir mit. 4000. Wir sperren die einfach mal. War actually dumm. Okay, rein in den Korb. Los geht's. Noch mal ein paar Augen mehr, ne? Ich weiß nicht, ob man immer mehr Augen im Kreis hat oder ob irgendwann die Frequenz erhöht wird. Weil offensichtlich hat sich die Frequenz erhöht. Vielleicht passiert beides. Vielleicht bufft jedes Monsterauge beides. Ja, Leute, jetzt heißt es halt warten, ne? Abwarten und Kaffee trinken. Der ist kalt. Ja, also ich plädiere für eine Highscore-Liste. Weltweit. Planetar quasi. Da ist schon Schmackel. Irgendwelche Bäume noch? Nee, ne? Da liegt eine Truhe, das ist geil. Es würde ich jetzt einfach chillen, ne? Und hoffen. Chillen und hoffen. Eine Truhe. 4 Tempo. Ja, nehme ich mit. So. Let's go. Gib mir das Polster. Gib mir das Polster, bitte. Komm. Sickte. Next. Ich chill jetzt einfach, Digga. Ich mache hier meine 3000er Crits mit Kartoffelwerfern. Das ist bescheuert.
ist wirklich einfach nur bescheuert. Ich glaube, ich gehe ein bisschen umher, damit... Ja, wobei... Doch, ich glaube, ich sollte gehen. Oder? Ja, ist die Frage. Übrigens, die Gärten, die wir hier sehen, sind ja alles nur Gärten durch das Item-Garten. Ich habe ja gar keine Gartenscheren mehr. Imagine, ich hätte 6 Gartenscheren. Dann wären nochmal 6 Gärten mehr, die sogar in einer höheren Alter ultra viel Damage bekommen. Holy shit. Krass. Das, was mache ich denn da? Das war ja bescheuert. Nur wie der Rote am linken Bildschirmrand ausgehalten hat. Heilige Scheiße. Jetzt wird langsam echt scary. Ich brauche jetzt ein Polster. Gott. Wenn die gebufft sind. Heilige Scheiße. Gnom. Schmutz. Junge, die 5. Krone. Ich kack mich an. Das gibt es doch nicht. Polster! So. 2400 Damage. 2500 Leben. Wenn ich das Polster nehme, 2600 Leben. Genau, also quasi genauso viel, aber ich habe ja gerade 4000 Gold verloren. Money. You know. Damit 7 Stück. Guck mal. Ich glaube, das scaled jetzt schon heftig. Oh Gott. Heilige Scheiße, Digga. Ja, Junge. Die sind ganz schön aggressiv. Tschüss. Junge, der ist immer noch nicht tot. Heftig. Es ist echt übel, ey. Holy shit. Junge, was für uns Hoch-Life-Recken, ne? Hat das eigentlich ein Cap gefühlt? Nicht, ne? So, jetzt sind wir full life. Jetzt können wir einsammeln. Für Ernte. Denn jedes bisschen hilft. Aber jetzt schon wieder nicht mehr. Ja. Ja, ja. Boah, die chargen hier rein, Alter. Hm. Ja, und jetzt, I mean, überlegt euch mal. Wir hätten nicht den Bauern und kämen trotzdem ungefähr hier an diesen Ort. Mit ungefähr den Items. Dann hätten wir einfach 50% mehr Gegner die ganze Zeit. Wodurch wir ja so viel mehr Geld machen. Weil Ernte ist jetzt langsam, ihr seht, null und nichtig. Ja. Was soll ich sagen? Deswegen, also ein anderer Weg, den ich auf YouTube gesehen habe, mir fällt leider nicht mehr ein, wie der Creator hieß, ist zum Beispiel mit dem Schreihals und dann mit Diebesgäulchen einfach durchgehen und auf eine frühe Jagdtrophäe hoffen. Weil dann... Ah, da steht sogar aufgehoben, wenn das Bärtierchen wirkt. Das ist ja cool. Oh, ja, an den roten Kugeln habt ihr gerade gesehen, wie viel Shots dieses fliegende Alien getankt hat. Krass. Das ist ein bisschen beängstigend. Aber gut. Boah, was wir in die Fresse kriegen, wenn wir was facetanken. Boah. Es ist so weird. Ey, wirklich. Ich mach mal bis Welle 50, ja? Ich mach bis Welle 50. Und dann gucken wir mal. Aber ja, also ich glaube, ihr habt es jetzt voll verstanden. Und ihr versteht, glaube ich, auch, was so die Baustellen sind und was auf jeden Fall noch hätte besser laufen können. Oder was man besser machen könnte, als ich jetzt im ersten Versuch. Alien-Auge. 7000. Ich... 7000? Ich habe keinen Plan, ob das worth ist. I guess. Viel weniger Schaden. Glaskanone natürlich auch verlockend, aber gut. So, vorletzte Welle, Leute. Jetzt heißt nochmal Gas geben. Wait.
das Bärtierchen von einem Treffer. Weil blutige Hand gilt das als Treffer. Ich glaube nicht, oder? Das wäre ja komplett beschissen. Aber mal so drüber nachgedacht. Okay. Na gut. Aber das sieht noch einigermaßen gut aus hier. Ja, also wir sind immer noch stark. So, man merkt einfach nur, dass der Druck größer wird. Aber ja, ich meine, mit jedem Level-Up kriegen wir auch oft viel mehr Attack-Speed nochmal. Und so einen Schnack. Und nochmal. Ja. Oh, hoho, spannend. Na gut. Machen wir nochmal Glück. So. No. Okay. 3000 Leben, 400% mehr Schaden, 450% mehr Angriffstempo. 56 Rüstung übrigens durch den frühen Amboss. Heilige Scheiße. 120% Tempo. So, Leute. Wie heißt es? Mein Name ist Henno und das ist, ja, genau. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henno und das ist Brotato Endlos Stufe 50. Ja, hat ja gepasst. Okay, Leute. Ich entlasse euch. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Es ist insane. Man kann am Anfang mit einem anderen Charakter, wenn man viel Glück hat, eine bessere Ausgangslage haben. Aber mit dem Bauer ist das sehr konsistent. Ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt sogar ein paar falsche Entscheidungen getroffen, muss man sagen, rückblickend. Und das lief jetzt trotzdem entspannt bis Welle 50. Ja. Gut. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.